Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wie schön, dass wir uns hier begegnen im Livestream-Programm der Körperstiftung. Sie können derzeit nicht zu uns in die Hamburger Hafen City ins Körperforum kommen, aber sehr gern kommen wir auf diesem Weg zu Ihnen. Mein Name ist Martin Meister, ich leite die Kommunikation der Körperstiftung. Wir wollen heute Abend eine Buchpremiere auf die virtuelle Bühne bringen und dazu haben wir in München Julian Niederrümeling vor der Kamera. Er ist Autor des neuen Werks Die gefährdete Rationalität der Demokratie, erschienen in der Edition Körber. Professor Niederrümeling lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er genießt hohe Anerkennung als wissenschaftlicher Philosoph. Seine Erkenntnisse trägt Niederrümeling allerdings auch in die politische Praxis. So war er Kulturstaatsminister im ersten Kabinett von Bundeskanzler Schröder. In zahlreichen Artikeln, Meinungsbeiträgen, Medienbeiträgen und Veranstaltungen wendet Niederrümeling seine philosophische Methode auf die großen und drängenden Fragen der Gegenwart an, um durch Klarheit im Denken zur Entschiedenheit für das Handeln zu gelangen. Erst recht tut er das in seinen Büchern, so auch in dem Buch Über Grenzen denken, eine Ethik der Migration, ebenfalls erschienen in der Edition Körber. In Die gefährdete Rationalität der Demokratie wendet sich Niederrümeling nun zentral dem in zahlreichen Ländern grassierenden Populismus zu. Da sieht man, wie hier ein Philosoph ganz konkret und praktisch werden kann. Und Sie werden sehen, wenn man so konzeptstark ist wie Niederrümeling, dann kann man sich auch aktuellen Fragen wie der Corona-Krise zuwenden. Im Zwiegespräch mit einem klugen Partner gelingt das am allerbesten. Dafür darf die Körperstiftung nun zum wiederholten Mal auf Christoph Bungartz setzen. Er ist Leiter der Abteilung Kultur und Wissen beim NDR Fernsehen und wir freuen uns, auch ihn, und zwar in Hamburg, vor der Kamera zu haben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, diese Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Literaturhaus München statt, dessen Programm in diesem Frühjahr ganz auf das Thema Demokratie setzt. Ich wünsche uns allen einen spannenden Abend und übergebe das Wort an Christoph Bungartz. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auch von mir und herzlichen Dank an Martin Meister für die freundliche Begrüßung. Ich sage guten Abend aus meinem Arbeitszimmer in Hamburg und begrüße an der anderen Kamera in München Julian Niederrümeling in seinem Arbeitszimmer in der Universität. Guten Abend, Herr Niederrümeling. Ja, guten Abend nach Hamburg. Grüße Sie. Wir begrüßen auch Zuschauer in München. Wir haben gehört, das ist eine Kooperation mit dem Münchner Literaturhaus, mit Zuschauerinnen und Zuschauer in Hamburg und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Wir freuen uns alle, dass Sie zugeschaltet sind in diesen ungewöhnlichen Zeiten zu dieser ungewöhnlichen Veranstaltung. Herr Niederrümeling, vielleicht trotzdem die erste Frage, bevor wir überhaupt über Ihr Buch Die Grundlagen der Demokratie sprechen. Wie geht es Ihnen selbst im Moment in diesen schwierigen Zeiten? Ja, also mir persönlich geht es sehr gut. Ich mache mir Sorgen um diese Entwicklung. Das sind gesundheitliche Sorgen, sind aber auch Sorgen, was die Strategie angeht, ob die langfristig trägt und was für Nebenfolgen, heute noch nicht abschätzbare Nebenfolgen sie sich hat. Ich habe das Gefühl, die Demokratie selbst ist nicht gefährdet in Deutschland durch die Bewältigungsstrategien. Aber wir müssen schon aufpassen, dass nicht eine Art Gewöhnung an die Aussetzung von Grundrechten um sich greift. Das ist in anderen Ländern schon sehr deutlich zu beobachten. Bei uns kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das passiert. Bundeskanzlerin Merkel hat in diesen Tagen die Corona-Epidemie oder Pandemie eine demokratische Zumutung genannt. Können Sie mit dieser Formulierung etwas anfangen? Ja, es ist schon insofern eine Zumutung, wenn Sie mal die Artikel 1 bis 19 unseres Grundgesetzes durchgehen. Da ist immer wieder von individuellen Rechten und Freiheiten die Rede. Artikel 1, Reaktion auf 12 Jahre NS-Diktatur. Die Würde des Menschen ist unantastbar, kann man auch als ein Individualrecht interpretieren. Jeder hat das Recht darauf, dass seine Menschenwürde unbedingt geschützt wird, unter keinen Bedingungen instrumentalisiert wird. Und
Artikel 2, Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit, auch das steht gegenwärtig im Mittelpunkt. Beides ist wichtig. Aber wir haben ja noch viele andere Grundrechte. Freiheit der Berufsausübung, Bewegungsfreiheit zum Beispiel, Assoziationsfreiheit, Demonstrationsfreiheit und so weiter. Und sehr viele dieser Freiheiten sind gegenwärtig ausgesetzt oder zumindest eingeschränkt, wenn das notwendig ist, um eine gesundheitliche Katastrophe in diesem Land zu verhindern, dann wird man das hinnehmen, aber man muss schon darüber diskutieren, auch über die Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen, wenn sie über viele Wochen und Monate möglicherweise andauern. Das Thema, wie viel muss, soll, darf diskutiert werden, ist ein Thema, was, glaube ich, im Moment die deutsche Öffentlichkeit auch durchaus beschäftigt. Die einen sprechen von der föderalen Kakophonie. Jedes Bundesland versucht dann doch wieder einen eigenen Weg. Gebetene und ungebetene Ratschlaggebende melden sich zu Wort. Viele Menschen sind genervt durchaus durch das Durcheinander von Hinweisen, Vorschlägen, Vorschriften. Ist das nun gerade ein Beweis für gute Demokratie oder ist es ein Beleg dafür, dass Demokratie manchmal auch sich verheddern kann? Also zur Demokratie gehört schon auch, dass man sich keine Illusionen macht in der öffentlichen Debatte. Und es wäre eine Illusion, wenn wir jetzt meinten, die Meinungen sind völlig einhellig, sind in der Wissenschaft einhellig, es gibt klare, eindeutige Empfehlungen, was in solchen Situationen zu tun ist und die Politik hört auf die Wissenschaft und setzt das um. Solche Signale hat es zu Beginn gegeben, wir machen das, was die Virologen uns sagen und die Virologen haben dann geantwortet, wir können aber die Gesamtstrategie nicht verantworten, das kann nur die Politik, das war eine merkwürdige kommunikative Situation. Das ist unterdessen, ich habe das ja kritisiert, sehr früh aufgebrochen. Die Leopoldina wurde gebeten, von der Bundesregierung Stellung zu nehmen. Das ist die Nationale Akademie seit einigen Jahren zusammen mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Union der Wissenschaftlichen Akademien. Ich bin selber Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie und wir kooperieren manchmal Leopoldina, BBAW. Ich fand das sehr wichtig, da muss man nicht alles gut finden, aber es waren viele Disziplinen einbezogen, ökonomische, soziale, Bildungsaspekte, das ist ja alles mit einzubeziehen für eine langfristige, rationale Strategie. Und wenn man es etwas zuspitzt, kann man sagen, das ist der entscheidende Unterschied zwischen Diktaturen und Demokratien. In Demokratien wird eben auch in der Krise diskutiert. In Diktaturen wird generell wenig diskutiert öffentlich, weil das gefährlich ist. Und in der Krise gibt es Diskussionsverbote. Nein, wir sind eine Demokratie. Es gibt nie Diskussionsverbote. Es ist nie zu früh für eine Diskussion. Es mag zu früh sein, etwas zu entscheiden. Das ist wahr. Aber für Diskussionen ist es in der Demokratie nie zu früh. Und ich habe mich gefreut, dass die Bundeskanzlerin gestern sehr deutlich da eine Korrektur vorgenommen hat und gesagt hat, nein, wir brauchen den Diskurs, wir brauchen die Vorschläge, die werden dann kontrovers sein, die sind in der Wissenschaft kontrovers, sie sind in der Öffentlichkeit kontrovers und das müssen wir aushalten, das ist Demokratie. Kann man sagen, dass man als Demokratin, als Demokrat gute Nerven braucht? Naja, vor allem in der Krise, weil da geht es ja um sehr viel. Da geht es um Menschenleben, es geht aber auch um die ökonomische, soziale, kulturelle Zukunft nicht nur dieses Landes, sondern Europas und der Welt. Wir haben ja so eine Art koordinierte Krise. Es ist ja keine nationale Krise, auch wenn man durchaus irritiert sein kann darüber, dass jetzt erneut wie 2009 auf eine globale Krise mit nationalen oder subnationalen, in unserem Fall Länderstrategien, reagiert wird. Während man eigentlich erwarten müsste, dass globale Krisen mit globalen Handlungsweisen, abgestimmten, koordinierten Handlungsweisen bewältigt werden. Das ist nicht der Fall. Wir erleben zum zweiten Mal in kurzer Frist, gut, über 10 Jahre sind dazwischen, aber in kurzer Frist eine Art Dysfunktionalität der Weltpolitik, die offenbar das Maß an Globalisierung, was wir wirtschaftlich auch kulturell haben. Wir haben eine Weltkultur in vieler Hinsicht, bei allen Unterschieden, die es weltweit gibt. Wir haben Kommunikationsstrukturen, auch durch Social Media und Internet, die haben sich grundlegend verändert. Und zur gleichen Zeit findet die wirkungsvollste, effektivste Form von Politik fast ausschließlich in den Nationalstaaten statt, die aber selbst diese Gesamtstrategie natürlich nicht für sich gestalten können,
sondern da bräuchten wir eben Institutionen, die das formatieren, die auch eine Legitimation haben, eine demokratische Legitimation, nicht als Ersatz für die Nationalstaaten. Ich halte das immer für ein Irrtum gehalten, dass man zum Beispiel in Europa auf die Nationalstaaten verzichten kann und Europa ersetzt das. Mhm. Das kann nicht sein, weil wir doch sehr unterschiedliche Traditionen haben. Sozialstaatstraditionen sind unterschiedlich. Das Zusammenleben der Generationen ist extrem unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Historien, auf denen wir Politik machen. Das lässt sich nicht alles amalgamieren in den Vereinigten Staaten von Europa nach US-Muster. Aber wir brauchen unbedingt auf europäischer und auf internationaler Ebene Institutionen, die solche Krisen koordiniert bewältigen. Und das ist deutlich in der Krise, dass wir das bislang nicht haben. Bevor wir stärker uns auf Ihr Buch konzentrieren, diese Perspektive, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, die globale Perspektive, wird auch nachher nochmal eine Rolle spielen. Haben Sie Hoffnung, dass diese Krise ein wenig mehr Verständnis in der Welt dafür bringt, dass es solcher Strukturen bedarf, dass es globaler Entscheidungsstrukturen, globaler Abstimmungsstrukturen bedarf? Oder wird am Ende doch jeder wieder seinen eigenen Kram machen? Ja, das ist eine interessante Frage. Man kann das ja ein bisschen psychologisieren. Man kann sagen, wenn ich unter Stress stehe, großem Stress stehe, jetzt als Person, dann verlasse ich mich auf das Vertraute. Dann begebe ich mich nicht auf unsicheres Terrain. Ja, manchmal gibt es sogar eine Art, Psychologen würden sagen, Regression, Verkindlichung. Das heißt, sag mir doch bitte, was ich tun muss. Ich rede jetzt vom Privatleben erstmal. Die Ungeduld wächst, ja. Bin in einer Gefahr, in einer großen Gefahr und weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Hilf mir gewissermaßen. Man wird wieder kindlich und erwartet vom Vater oder der Mutter, dass sie einen an die Hand nimmt. Und sowas beobachtet man natürlich, wenn man in die Geschichte zurückblickt, sehr häufig. Also Krisensituationen, zum Beispiel Kriege. Ja, also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, die ganze Weimarer Republik-Entwicklung in Deutschland. Wenn man das war eine sozusagen permanente Krise zwischen 1914 und 1945. Und die Menschen haben in dieser Weise regressiv reagiert. Diese völlige, unkritische Art, wie dann das NS-Regime sich durchsetzen konnte und offenbar sehr, sehr große Teile der Bevölkerung dem unkritisch über viele Jahre bis fast zum Schluss gefolgt sind, ist ja besorgniserregend. Oder die Kriegsbegeisterung vor dem Ersten Weltkrieg, besorgniserregend. Und insofern ist jede Großkrise immer auch eine Gefahr, dass das Niveau an Aufklärung, an Ich-Stärke, an eigener Urteilskraft gefährdet wird und Menschen wieder verkindlichen und sagen, bitte, bitte, Mama, Papa, sagt, was zu tun ist. Das erleben wir, wenn man in die Social-Media-Debatten hineinschaut, sehr deutlich. Und das erleichtert vielleicht gegenwärtig das Regieren, ja, weil die Leute das Gefühl haben, ich weiß nicht mehr weiter, ich habe Angst, was sollen wir tun? Wir machen alles, was ihr uns sagt. Aber das kann sehr rasch kippen. Nicht? Das kann sehr rasch kippen, so wie die Revolution 1918-19 gekippt ist, als eben klar war, die Politik weiß nicht weiter und hat uns in ein großes Unheil gestürzt. Ich bin zuversichtlich, dass das diesmal nicht passiert, dass wir am Ende der Krise sagen werden, die demokratischen Institutionen haben das bewältigt, sie haben das demokratisch bewältigt, wir sind nicht auf Dauer zu Untertanen geworden in dieser Angst- und Stresssituation, sondern wir sind mündige Bürgerinnen und Bürger geblieben, dann wird vielleicht auch eine Phase kommen, in der wir das alles aufarbeiten müssen und prüfen, war das denn alles richtig oder nicht? Und da muss es auch dann Streit geben. Aber dann kann ich mir sogar vorstellen, dass die Demokratie am Ende gestärkt daraus hervorgeht. Und das Verhältnis der Staaten untereinander, also die Frage, selbst wenn wir es hier in Deutschland einigermaßen mit Anstand bewältigen sozusagen und am Ende sagen, unser System hat sich als stabil und robust genug erwiesen. Sie hatten anfangs ja das Thema auch der globalen Verunsicherung und der schlechten Koordination zwischen den Staaten angesprochen. Glauben Sie, dass da vielleicht doch was Gutes am Ende bei rauskommt? Sagen wir mal so, es ist, das hängt auch ein bisschen mit Thesen meines Buches zusammen, was ich jetzt sage. Ich glaube tatsächlich, dass der billige, ressentimentgetriebene, auf Effekt setzende Populismus, der ja die Hauptgefährdung oder eine der großen Gefährdungen der Demokratie in den letzten Jahren war, dass der in einer solchen Krise keine Wirkung erzielt. Die Leute haben Angst, sie wollen
souveräne und seriöse Politik. Das heißt, das Rumgequatsche, unbegründete Positionswechsel im Tagesrhythmus, das kommt gegenwärtig nicht an. Und das sieht man ja in den Umfragen. Das heißt, Politiker, die berühmt sind dafür, dass sie populistisch auf Marktplätzen überaus erfolgreich sein können in der Stimmungsmache, verlieren gegenwärtig an Zustimmung. Das gilt zum Beispiel für unser südliches Nachbarland Italien, das ja im Sommer letzten Jahres noch fast wirkte es so vor einer Machtübernahme eines Politikers stand, der damalige Innenminister Salvini, Chef der Lega, der sich faschistischer Rhetorik bediente und I pieni poteri für sich selbst forderte, leider in Deutschland nicht gut übersetzt, auch von Italienkennern immer falsch übersetzt, nämlich mit Vollmachten, die er für sich beansprucht. Nein, das hatte Mussolini gefordert und das kann man nur übersetzen mit die ganze Macht im Staat. Ich will die ganze Macht im Staat. Und es hat 2 Wochen gebraucht, bis die anderen politischen Kräfte in Italien aufgewacht sind und gesagt, um Gottes Willen, hier droht wirklich Gefahr. Wir müssen uns über alle Streitigkeiten hinweg zusammentun. Also das ist riskant und interessanterweise verliert dieser Politikstil gegenwärtig an Zustimmung. Die Leute wollen Seriosität. Das kann auch noch bei den Präsidentschaftswahlen in den USA eine Rolle spielen, aber da muss man sehr vorsichtig sein, weil auf der anderen Seite Krisenphasen immer auch Phasen sind der Exekutive. Die Exekutive handelt, die Legislative ist irgendwie mit dabei, soll vielleicht beraten, aber die Exekutive tritt in Erscheinung. Und das stärkt natürlich diejenigen, die jeweils die Regierung stellen. Und das kann in den USA bedeuten, dass am Ende doch trotz Unseriosität dann am Ende Trump eine gute Chance hat. Stichwort alleinige Herrschaft. Das ist ja auch vor wenigen Tagen erst wieder als Argument aus dem Weißen Haus gekommen. Durchaus in Verkennung der eigenen verfassungsmäßigen Kompetenzen des amerikanischen Präsidenten, der sich für allmächtiger hält, natürlich immer schon, aber auch in diesem Fall, als er de facto von der Verfassung her ist. Aber Sie haben recht, die Zeit der Exekutive kann auch eine unwägbare Zeit für die Wahlumfragen sein. Die gefährdete Rationalität der Demokratie, so ist der Titel Ihres Buchs, geschrieben, haben wir eingangs schon gesagt, natürlich vor dem Ausbruch der jetzigen aktuellen Krise, der Corona-Krise. Gleichwohl, was ist für Sie der Hauptgrund, einen Grund, den Populismus haben Sie schon angesprochen, davon zu sprechen, dass überhaupt die Rationalität der Demokratie und damit die Fundamente der Demokratie, wie Sie es sagen würden, gefährdet sind? Was war der Impuls für Sie zu sagen, ich muss jetzt mal schauen, was ist eigentlich das Wesen der Demokratie und wo sehe ich als Autor die Gefahr? Also der Titel ist wohlbedacht. Ich gebe zu, er ist etwas sperrig und vielleicht sogar missverständlich. Ich wollte kein generelles Buch, da gibt es ja viele, über die Demokratiekrise schreiben. Es ist auch kein empirisches Buch. Ich sammle nicht Daten, Daten kommen mal vor, aber Statistiken spielen eine geringe Rolle. Sie nennen es ein politischer Traktat im Untertitel. Genau, es ist ein Traktat, Es geht mir um eine klare Sichtweise auf das Besondere, was die Demokratie ausmacht. Was macht eigentlich die Demokratie aus? Und motiviert war dieses Buch dadurch, dass ich zwar sofort zugebe, es gibt viele unterschiedliche Gründe dafür, dass wir gegenwärtig jetzt seit Jahren eine Erosion demokratischer Institutionen, der politischen Kultur und so weiter erleben, sehr viele unterschiedliche. Aber ein Grund ist, man könnte fast sagen, das Selbstmissverständnis, was Demokratie eigentlich ausmacht und was es erstaunlicherweise in einem breiten Teil offenbar der politischen Praxis auch in der Politik selbst gibt. Und da wollte ich ein theoretisch unterfüttertes, ja, da kommt natürlich auch einiges vor, was nicht so ganz leicht verdaulich ist, aber man braucht das, glaube ich, für die Argumentation, um deutlich zu machen, es wäre zum Beispiel ein Missverständnis zu meinen, wir leben in einer unvollkommenen Demokratie deswegen, weil die jeweiligen Präferenzen oder Meinungen in der Bevölkerung, die Mehrheitsmeinungen, nicht unmittelbar Politik werden. Da sind dann Parlamente dazwischen, da sind vielleicht bestimmte wissenschaftliche Beratungen dazwischen, da sind, wie manche sagen würden, Eliten, die das verhindern, dass das die Volksmeinung unmittelbar durchschlägt. Das ist der Populismus, meist von rechts, aber den gibt es auch von links, den gibt es sogar in der Mitte, Cinque Stelle in Italien. Also Populismus ist nicht zwingend rechts. Und dagegen argumentiere ich mit einem philosophischen Argument und sage, Demokratie ist nicht, wie viele meinen,
die Herrschaft der Mehrheit. Das ist ein Irrtum. Demokratie beruht darauf, dass wir gemeinsam die politischen Bedingungen so gestalten, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, die allgemeine Zustimmungsfähigkeit zu der Ordnung, in der wir leben, ist Voraussetzung der Demokratie. Und wir würden weder Institutionen noch Personen mit Macht über uns ausstatten, wenn wir nicht vertrauen könnten, dass zum Beispiel unsere individuellen Rechte geachtet sind, dass es insgesamt gerecht zugeht in der Gesellschaft, dass nicht Minderheiten ausgegrenzt werden und dass wir die Verfahren, mit denen wir dann gemeinsam entscheiden, auch immer wieder überprüfen können und uns einbringen können. Das muss nicht jeder Einzelne tun, wer sich politisch abstinent verhält. Das ist zugelassen in der Demokratie. Wir müssen nicht permanent mobilisieren. Aber es ist möglich, sich einzumischen und zwar ohne einen Schaden dabei davon zu tragen und zu befürchten, dass man dadurch Nachteile hat. Das ist jetzt mit einigen wenigen Worten formuliert der Kern der Demokratie. Kollektive Autonomie nenne ich das. Wir gestalten gemeinsam unsere Bedingungen. Da spielt dann auch als Auflösung von Konflikten ein Entscheidungsverfahren eine Rolle, meistens das Mehrheitsentscheidungsverfahren, aber nicht nur. Wir haben qualifizierte Mehrheiten, wir haben Quoren und so weiter. Das wird alles ziemlich kompliziert. Aber das ist gar nicht so wesentlich, denn stelle man sich mal vor, 60% der Bevölkerung würden eine bestimmte Sprache sprechen, einer bestimmten Kultur angehören, 40% eine andere Sprache, einer anderen Kultur. Es gäbe zwei Parteien, eine 60%-Partei, eine 40%-Partei. Und die 60%-Partei würde sich immer durchsetzen. Ja, ist doch hoffentlich allen klar, das wird keine demokratische Praxis, sondern das gibt Bürgerkrieg und das so ein Gebilde könnte nie überleben und in kulturell, sagen wir mal, so verfassten Regionen, man denke vielleicht heute harmlos an Alto Adige, Südtirol, ja, oder man denke an die Schweiz oder an Jugoslawien, da weiß man ja, was passiert, wenn sich nicht alle wiederfinden in der politischen Ordnung, in der sie leben. Nun würden aber doch sicherlich die Populisten, über die wir schon ein wenig gesprochen haben, von Trump bis Orban und anderen, durchaus auch sagen, auch was ich hier tue, repräsentiert doch den Willen des Volkes. Ich bin ja gewählt worden von einer Mehrheit, wie immer qualifiziert und groß sie am Ende gewesen ist. Aber die würden immer für sich beanspruchen, dass sie wahre Demokraten sind, weil sie die Volksherrschaft ermöglichen und weil natürlich das, was ihre Politik ist, durch einen Volkswillen legitimiert ist. Wo ist denn da genau die Trennschärfe und mit welchem Argument begegnet man diesen in diesen Jahren ja immer wieder zu hören? Das zentrale Argument ist ein doppeltes. Das eine habe ich schon erwähnt, nämlich, dass wir nicht zustimmen würden, in einer politischen Ordnung zu leben, die Institutionen mit einer gewissen Kompetenz auszustatten, uns in einer Rechts- und Zwangsordnung auch, wir können ja unter Umständen eingesperrt werden, wenn wir uns an diese Ordnung nicht halten, zu leben, wenn wir nicht sicher sein könnten, dass unsere Individualrechte, aber auch unsere Rechte als Teile von Minderheiten, zum Beispiel Minderheitenreligionen. In Ungarn erleben wir einen neuen, massiven, staatlich gesteuerten Antisemitismus oder jedenfalls Ressentiment-getriebene Propaganda, die durchaus antisemitische Züge hat. Das heißt aber dann, dass man einen ganzen Teil der Bevölkerung stigmatisiert. Ja? Und wir können einer politischen Ordnung, wir alle, nicht zustimmen, wenn solche Verfahren, solche Verhaltensweisen dort stattfinden. Das heißt, eine illiberale Demokratie, um mal den Begriff vielleicht des intelligentesten Populisten weltweit, nämlich Orbán aufzugreifen in Ungarn gegenwärtig, eine illiberale Demokratie ist keine. Das ist eine der ist keine, weil die Zustimmungsfähigkeit hängt davon ab, dass wir individuelle Rechte haben, dass Minderheiten nicht diskriminiert werden, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Das heißt, das ist gar keine Demokratie. Da steht nicht Demokratie gegen Rechtsstaatlichkeit oder gegen individuelle Freiheitsrechte, sondern es ist der Kern, die Substanz der Demokratie. Sonst könnten wir nicht zustimmen. Zu Beginn Ihres Buchs schildern Sie diese äußeren Angriffe, diese Krisensituation durch Populisten. Es gibt aber auf der anderen Seite auch eine innere Erosion der Demokratie. Seit etwa 1989 durch den Zusammenbruch des Sowjetreichs, des Ostblocks, durch ein bestimmtes Verhalten der westlichen Siegermächte, könnte man in dem Fall auch sagen, obwohl es
das Wort in dem Fall nie gebraucht wurde, aber das Verhalten schon eher danach wirkte. Wo würden Sie, auch die Situation der Sozialdemokratie war einmal sehr viel glänzender, als sie heute ist, wo würden Sie die innere Erosion vor allen Dingen verorten und weswegen sind die beiden Seiten eigentlich so kompatibel? Also die Populisten gehen ja in eine Lücke rein, die entstanden ist und die nicht einfach so entstanden ist, da ist ja was passiert. Also ich glaube, ohne ein gehöriges Maß an Selbstkritik der genuin demokratischen Kräfte kann eine solche Analyse nicht Erfolg haben. Und zu dieser Selbstkritik gehört, dass die Demokratie schon dann immer in Gefahr kommt. Das kann man an vielen historischen Beispielen belegen, wenn der Eindruck entsteht, große Herausforderungen werden von ihr nicht bewältigt. Da müssen wir auch jetzt aktuell sehr aufpassen. Früher konnte man sagen, ökonomische Effizienz ist eigentlich nur möglich in einer Demokratie und der Markt kann sich nur gut entwickeln in einer Demokratie. Das gehört einfach zusammen, liberale Demokratie, liberaler Markt und vielleicht noch ein bisschen sozial eingebettet, das, was man dann als soziale Marktwirtschaft bezeichnet. Wir haben jetzt mal weltweit so einige Beispiele, die ökonomisch ziemlich florieren. China ist natürlich das Beeindruckendste. Die haben gerade jetzt mal Probleme, auch als Folge der Corona-Krise, die sie gerade überwunden haben und des Einbruchs des Welthandels, aber auch Singapur. Ja, das sind Länder, die ökonomisch sehr erfolgreich sind. Die Verwaltungsabläufe sind ziemlich zügig, wenn es zum Beispiel um bestimmte Bauvorhaben geht. Und wenn am Ende noch der Eindruck entsteht, die sind die Einzigen, die eine solche Herausforderung bewältigen können, ja, mit drakonischen Maßnahmen, dann müsste man sich Sorgen machen. Dann entsteht der Eindruck, naja gut, wir sind ja alle Demokraten, aber leider funktioniert die Demokratie eben nicht. Sie ist nicht effektiv und sie versagt vor solchen Herausforderungen. Jetzt lassen wir mal Corona-Krise beiseite, aber wenn wir zurückblicken, wir hatten einige Großkrisen. Eine Großkrise liegt noch nicht lange, die steckt uns noch in den Knochen. Vielleicht in Deutschland noch am wenigsten in Europa, aber in Südeuropa. Das ist die große Weltfinanz- und Weltwirtschaftskrise und dann Staatsschuldenkrise, die sich anschloss nach 2008, 2009, beginnt ja eigentlich schon 2007. Und man kann sagen, das war eine Katastrophe mit Ansage. Mit Ansage, auch wenn das in der ökonomischen Disziplin kaum von irgendjemand diskutiert wurde. Wir hatten seit den 1980er Jahren, seit 1980, ein gewaltiges Anwachsen des Anlagenkapitals weltweit, Verdoppelung alle 10 Jahre, so kann man das grob sagen, bei einer viel, viel zurückhaltenderen Entwicklung des Weltsozialproduktes, das heißt immer mehr Anlagenkapital, eine weitgehende Liberalisierung, unkontrollierte Märkte entstanden weltweit, das war auch gewünscht, der Abbau von Kontrollen, von Restriktionen. Man hoffte auf den Finanzsektor als den dynamischsten Bereich der Wirtschaft. Woanders fielen die Gewinne und dort konnte man auch große Gewinne erwarten. Da war im Grunde klar, dass das irgendwann zu einer Katastrophe führen musste. Wenn man ein bisschen sich mit den mathematischen Strukturen auskennt, dann kann das nicht gut gehen, wenn das Weltanlagenkapital sehr viel stärker wächst auf Dauer als das Weltsozialprodukt. Und so ist es gekommen. Niemand konnte vorher sagen, wann genau. Der Auslöser war ja eigentlich lächerlich, eine Hypothekenkrise da in den USA, diese Subprime-Market-Krise. Und dann zeigte sich, die Welt ist überhaupt nicht vorbereitet und die einzelnen Staaten auch nicht vorbereitet, Europa nicht vorbereitet. Und das fällt uns auf die Füße und führt zu einer doch sehr massiven ökonomischen Einbruch. Und dann haben die Leute das Gefühl, Moment, die haben das ja gar nicht unter Kontrolle. Die wissen ja gar nicht, von was sie reden. Wir werden abhängig von Weltfinanzmärkten, von spekulativen Prozessen. Wir können ja gar nicht mehr die Politik so machen, wie wir uns das vorstellen, wie wir das diskutiert haben, wie die Politiker behaupten, es tun zu können, weil wir in eine Abhängigkeit geraten sind. Ich kenne Italien sehr gut. Italien ist genau diese Missstimmung, eigentlich schon seit der Euro-Einführung, kontinuierlich gewachsen, gewachsen, gewachsen. Das heißt, man hat das Gefühl, das Land kann ja gar nicht mehr entscheiden, ist abhängig geworden von internationalen Prozessen auf globalen Märkten auf der einen Seite und dann von europäischen Entscheidungen, die eingreifen massiv in das, was vielleicht aus Italien sinnvoll erscheint. Und das erklärt, dass dort jetzt unterdessen das Niveau der Europakritik besorgniserregend hoch geworden ist. Das heißt, man muss schon auch sagen, woran das thematisieren. Woran liegt es eigentlich, dass wir bestimmte Krisen, die eigentlich mit Ansage kommen,
Die Corona-Krise mit Verlaub ist auch mit Ansage gekommen. Wir hatten die ganzen anderen Pandemien und Epidemien, Schweinegrippe relativ harmlos, MERS nicht harmlos, SARS nicht harmlos. Das heißt, man wusste ja, was auf uns zukommt. Europa, Deutschland war nicht vorbereitet. Man kann nicht im Rückblick behaupten, wir waren vorbereitet. Und dann entsteht so ein Ressentiment und dann sagt man, vielleicht können das andere Staaten besser, die nicht so umständlich und korrekt und mit Meinungsvielfalt und Abstimmungen und juristischen Einsprüchen und vielleicht noch Verfassungsgerichtsentscheidungen vorgehen. Und das ist hochgefährlich. Das heißt, wir müssen als Demokratien in der Lage sein, Großkrisen zu bewältigen. Wir müssen in Europa zum Beispiel eine Strategie des Umgangs mit Migrationsphänomenen entwickeln. Wir hatten 2015 die große Herausforderung. Jetzt haben wir 2020, 5 Jahre später. Es gibt keine europäische Strategie der Bewältigung dieser Herausforderung. Das kann nicht sein. Diese falsche Selbsteinschätzung, die dazu führt, also in den westlichen Demokratien, die dazu führt, dass man eben offensichtlich für größere Herausforderungen dann doch nicht genug gerüstet ist, die findet sich auch in einem Begriff wieder, den ich in Ihrem Buch vor allen Dingen bei Beschreibung der Anfangssymptome und der inneren Schwierigkeiten unserer Systeme vorkommt. Diesen Begriff, den ich sehr treffend fand, den westlichen Triumphalismus nach 1989. Ist das auch ein Teil, dass die westliche Welt historisch das Gefühl hatte, wir sind jetzt die Sieger der Geschichte? Was natürlich auch zu großer Ablehnung inzwischen in den ehemaligen Ostblockländern führt. Ist dieser Triumphalismus auch aus Ihrer Sicht ein Grund, dass wir eben vielfach uns nicht darauf einstellen, was alles noch auf uns zukommen kann? Ja, wenn ich darf, werde ich an der Stelle ein bisschen auch persönlicher. Ich habe mich ja über viele Jahrzehnte politisch engagiert und viele meiner Freundinnen und Freunde so in den 70er Jahren, auch noch in den 80er Jahren, hatten ein ausgesprochen idyllisches Bild von den kommunistischen Gesellschaften und Staaten im Osten. Ein großes Schimpfwort war Antikommunismus. Und da muss man aber genau hinschauen. Das eine ist, das ist eine bestimmte Art, Politik zu machen mit Feindbildern. Das ist hochproblematisch. Aber üble Diktaturen zu bagatellisieren, ist ebenfalls hochproblematisch. Und das Bild der DDR vor dem Ende der DDR war im Westen, in Westdeutschland, hochproblematisch. Oder jedenfalls ein sehr weit verbreitetes Bild. Das heißt, wenn Sie so wollen, gehöre ich nicht zu denjenigen, die da in irgendeiner Weise so eine Art Äquidistanz hatten und sagten, naja, Westen und Osten, da muss man sich irgendwie so dazwischen verhalten. Sondern das ist schon ein riesiger Unterschied. Handelte sich um Diktaturen. Unterdessen hat sich das ja auch generell durchgesetzt, diese Einschätzung. Und dennoch, es war immer klar, dass wenn wir eine gute Zukunft haben wollen, dann muss das, was wir gelernt haben aus der Geschichte, bewahrt werden. Und zu dem, was wir gelernt haben aus der Geschichte, ist zum Beispiel, dass nicht nur Einzelpersonen, sondern auch ganze Völker, jetzt nicht im ethnischen, sondern im Sinne Staatsvölker, das Staatsvölker, so etwas haben müssen wie Selbstrespekt, wie Anerkennung erfahren müssen. Wenn sich Staatsvölker gedemütigt fühlen, dann wird es immer schwierig. Ich meine, der Versailler Vertrag war eine Demütigung, so wurde es jedenfalls wahrgenommen. Und diese Demütigung, die hat dann mit zur Katastrophe beigetragen, die dann in der Weimarer Republik sich abzeichnete, zunehmend. Und deswegen wäre es viel besser gewesen, man hätte von vornherein schon bei der deutsch-deutschen Vereinigung gesagt, ihr lernt von uns, wir lernen von euch. Wir übernehmen keine diktatorischen Elemente. Wie kommen wir dazu? Natürlich, jetzt ist es eine Demokratie und wir haben eine Verfassung. Aber diese Verfassung, das war auch im Sinne der Väter und 4 Mütter, glaube ich, des Grundgesetzes intendiert. Diese Verfassung wird in gemeinsamer Verantwortung dieses vereinigten Deutschlands erarbeitet. Und vielleicht hätten wir lernen können, dass Ganztagsbetreuung von Kindern eine sehr sinnvolle Einrichtung ist, was nämlich in der vormaligen DDR existierte, aber im Westen praktisch nicht existierte. Und dass die Bedingungen dafür, dass Frauen und Männer gleichermaßen berufstätig sein können, wenn sie wollen, die können das auch anders arrangieren, dass diese Bedingungen ganz wichtig sind. Soweit waren wir aber noch nicht im Westen.
Ende der 1980er Jahre. Und es hat lange gebraucht, bis wir uns langsam an das Niveau der ostdeutschen Staaten herangetastet haben. Das ist ein anderes Thema. Ich habe ja auch in der Körperstiftung über Bildung publiziert. Ich bin auch der Meinung, dass bestimmte Elemente dessen, was man in der vormaligen DDR als polytechnische Bildung bezeichnete, also diese stärkere Verbindung von Praxis und Theorie und übrigens auch die niedrigere Quote von Studierenden, die in der DDR sehr viel niedriger war als in Westdeutschland, dass man da durchaus hätte daraus lernen können. Das haben wir alles nicht getan. Und damit hat eine Demütigung stattgefunden, die bis heute nachwirkt und die zum Teil erklärt, warum auch die populistischen Kräfte in den neuen Ländern eben so ein wesentlich besseres Territorium gewissermaßen finden. Also die selbstverschuldete Schwäche auf der einen Seite, der populistische Gegenangriff oder Angriff auf der anderen. Warum glauben Sie, dass dann Rationalität der Weg ist, der beschritten werden muss oder wiederentdeckt werden muss, um das Wesen der Demokratie wieder herauszuschälen und nach vorne zu bringen? Ja, streng genommen glaube ich das nicht. Also mir geht, nein, das könnte man, ich weiß, wie Sie das meinen, aber da ist zumindest ein Missverständnis naheliegend. Es geht mir nicht darum, jetzt die Politik von ihren emotionalen Komponenten zu reinigen und zu einer rein rationalen Klärung der Sachfragen zu kommen oder sowas. Das ist nicht der Punkt. Sondern mir geht es, wenn ich von der gefährdeten Rationalität der Demokratie spreche, darum, dass wir überhaupt mal verstehen, ja, wie Demokratie eigentlich funktioniert, was die Essenz der Demokratie ist. Und selbst wenn man die eigentlich in der alltäglichen Praxis realisiert, kann es sein, dass es dennoch Missverständnisse gibt, ja, was eigentlich demokratisch ist. Ich mache das mal konkreter. Also man könnte ja sagen, warum gibt es keine direkte Demokratie? Nicht? Warum werden die Entscheidungen nicht durch Volkswahlen getroffen? Und bislang, noch vor wenigen Jahren, konnte man sagen, da geht ja nicht, wie soll das gehen? Also allenfalls alle paar Monate, siehe Schweiz, ja, das kann man mal machen, aber man kann ja unmöglich diese Dichte von politischen Entscheidungen, die im Parlament getroffen werden, jetzt dem Volk überlassen. Die können ja nicht jetzt über einen Gesetzesentwurf nach dem anderen. Einfach unmöglich, also technisch nicht durchsetzbar. Oder gar wie Jean-Jacques Rousseau träumte, wir versammeln uns ja in einer großen Gemeinschaft der Citoyens und dann beraten wir über Gesetzesentwürfe und dann gibt es einen, der hat die schon gut aufgeschrieben, das ist dann der Gesetzgeber im Contrat Social und dann am Ende entscheiden wir für das eine oder für das andere und zwar ausschließlich von Gemeinwohlinteressen geleitet. Das heißt, wir vergessen unsere individuellen Interessen und werden zum Citoyen, ja, indem wir uns am Gemeinwohl orientieren. Sagt man ja, schönes Ideal, hat die Französische Revolution vorangetrieben. Das ist ein Beispiel für eine immense Wirksamkeit der Philosophie. Ohne Rousseau hätte es diese Form jedenfalls von Revolution auf keinen Fall gegeben. Vielleicht eine Revolution, vielleicht 50 Jahre später, aber nicht diese. Wunderbar, aber ist ein Ideal, ist völlig unrealistisch, kann man nicht realisieren. Ist ja unterdessen nicht mehr wahr. Mit digitalen Tools, wir nutzen gerade eines, ja, Liquid Democracy zum Beispiel, da gibt es noch ein paar andere, könnte man, wenn man wollte, eine direkte Demokratie installieren. Die Leute müssen sich abends mal Zeit nehmen, sich die verschiedenen Gesetzesvorschläge machen und dann können wir abstimmen. Ich hoffe, dass alle Bürgerinnen und Bürger das nicht wollen. Das heißt, dass sie sehr wohl wissen, dass das im totalen Chaos endet. Und ich habe mir einige Mühe gegeben, in dem Buch zu beweisen, da gibt es Theoreme aus der Collective-Choice-Theorie, das können wir jetzt hier nicht darstellen, ist mir schon bewusst, die beweisen, dass das zwingend im Chaos endet. Das heißt, wenn wir beliebig viele Vorschläge von beliebig vielen Personen, also wir sind ja 80 Millionen in Deutschland, gut, da sind 60 Millionen vielleicht erwachsen und so weiter, oder 65 Millionen, weiß ich jetzt gar nicht, und wenn wir das zuließen, dann lässt sich logisch-mathematisch beweisen, dass das zu sogenannten zyklischen kollektiven Entscheidungen führte. Das heißt, wir würden dann einmal A bevorzugen gegenüber B, einem zweiten Gesetzesvorschlag, B gegenüber C, aber dann nicht mehr A gegenüber C, sondern auf einmal C gegenüber A. Das heißt, wir wüssten gar nicht mehr, wir sind in so einem Zyklus drin, was jetzt richtig ist, und das könnte sich wiederholen und wiederholen. Ja, wenn wir häufig genug entscheiden, würde sich das alle paar Tage oder paar Wochen wiederholen. Das ist das eine. Und das zweite ist, der Vorstellung, dass auf dieser Basis eine kohärente Gesamtpolitik entsteht,
die finanzierbar ist, wo die Einzelteile zusammenpassen, ist völlig illusorisch. Das heißt, es ist nicht so, dass wir direkte Demokratie nicht praktizieren, weil das halt technische Schwierigkeiten macht, die zu praktizieren. Das ist aus einem ganz anderen Grund. Wir brauchen die Expertise. Wir brauchen Institutionen, in die die politische Praxis eingebettet ist. Das muss alles in sich stimmig gemacht werden. Das ist kein Kinderspiel. Da braucht man sehr genaue Kenntnisse über die Zusammenhänge. Aber das Staatsvolk, die Bürgerschaft, Bürgerinnen und Bürger müssen die Möglichkeit haben, diese politische Praxis zu beurteilen und alle paar Jahre wenigstens kontinuierlich durch Kritik und Diskussion, aber dann alle paar Jahre zu entscheiden, welche Richtung sollte die Politik in den nächsten 4 oder 5 Jahren nehmen. Ohne das ist es keine Demokratie. Aber die Ersetzung funktioniert nicht. Und deswegen wende ich mich gegen diese Polemik, die in allen möglichen Formen auftaucht. Entweder so identitär, wir sind doch ein Volk, wir haben eine charismatische Figur, die repräsentiert unsere Stimmungen, unsere Gefühle, unsere Intuitionen. Wir müssen nicht diskutieren, das ist doch alles klar. Und wenn der Politik machen würde, dann wäre alles gut. Das ist so die völkisch-rechte Variante. Oder die linke Variante, wir sind doch in erster Linie Teil einer Klasse oder einer kollektiven kulturellen Identität. Wir repräsentieren die, andere können darüber gar nicht reden, weil nur ich als Beteiligter überhaupt das artikulieren darf. Im Englischen nennt sich das dann Positionalism. Ja, je nach Position ist die Wahrheit eine andere. Ja, wunderbar. Wenn dem so wäre, dann können wir die Demokratie vergessen, weil die Demokratie darauf beruht, dass wir uns verständigen über das, was für uns gut ist. Ja, das ist schwierig und da gibt es Streit, muss auch sein. Und am Ende muss entschieden werden und manchmal muss entschieden werden, bevor wir genau wissen, was gut ist. Zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise. Auch das muss man aushalten können. Aber dieses Bemühen um ein Verständnis dafür, was ist gut für dieses Land oder für die Menschheit oder für Europa, ohne das gibt es keine Demokratie. Über Wahrheit und Werte würde ich gleich gerne etwas später noch sprechen. Es bleibt aber in dem, was Sie beschreiben, in diesem Grundwiderspruch, das bleibt eine Grundspannung eigentlich, zwischen dem, dass eine kollektive Autonomie entstehen soll, als Ausdruck von individueller Autonomie. Genau. Auf der einen Seite, der jeder einzelne Mensch, die Würde des einzelnen Menschen unantastbar, ist ein freies Wesen. Wir nehmen an, dass wir alle eine gewisse Gleichheit haben vor dem Gesetz und untereinander. Deswegen ist einer nicht mehr wert als der andere, ein Nee nicht mehr wert als die andere. Gleichzeitig soll in irgendeiner Weise ein gemeinsamer Wille entstehen. Ja. Und alle Staatstheorien, auch in der Philosophiegeschichte, da haben Sie auch einen kleinen Streifzug, der uns da durch die verschiedenen Ansätze führt, haben ja immer versucht, zwischen diesen beiden Spannungspunkten Wege zu finden und zu beschreiben, wie eigentlich das Individuum sich mit seiner Autonomie verhält zu dem, was als staatliche oder kollektive Autonomie und staatlicher Entschluss sozusagen nachher für die praktische Politik dann zustande kommt. Wie löst sich denn diese Spannung und warum gibt es so unterschiedliche Ansätze, das zu erklären? Woher kommt dieser Grundwiderspruch? Also diese Spannung bleibt uns erhalten, auch in der Demokratie. Aber ich würde jetzt so ganz programmatisch sagen, die Demokratie ist die einzige Staatsform, die auch eine Gesellschaftsform und Lebensform ist, die dieses Spannungsverhältnis in einer legitimen Weise aushält. In Diktaturen, in feudalistischen Systemen, in Autokratien wird das in illegitimer Weise, dieses Spannungsverhältnis, beendet, nämlich dadurch, dass die individuellen Freiheiten eben nicht mehr existieren, dass es der Gnade des Herrschers überlassen ist, welche realisiert werden und welche nicht. Oder der Partei oder was auch immer. Und die Demokratie ist dieses wirklich kühne Unterfangen, zu sagen, wir haben Individuen, die sind Autorinnen oder Autoren ihres eigenen Lebens. Die müssen deswegen sicher gehen können, dass die Bedingungen dieser Autorschaft realisiert werden. Dazu gehören unter anderem ein ganzer Katalog von Rechten und Freiheiten, die ihnen garantiert werden muss durch den Rechtsstaat. Und auf der anderen Seite müssen wir kollektiv handlungsfähig sein. Es muss ja möglich sein, dass wir Entscheidungen, die uns alle angehen, im Rahmen einer politischen Ordnung angehen können und auch erfolgreich bewältigen können. Und das ist genau diese Herausforderung, wenn wir ausschließlich die individuellen Rechte beachten und Freiheiten und sagen, das behindert aber jede Form von kollektiver Entscheidungsfindung, weil die ja immer irgendwem nicht passen und diese Person ist dann
eben nicht hinreichend berücksichtigt oder fühlt sich ausgegrenzt, dann hätten wir ein Problem. Und die Demokratie hat darauf eine interessante Antwort. Sie sagt, unter günstigen Bedingungen ist es doch so, wir haben ein gemeinsames Interesse, gemeinsam handeln zu können. Deswegen bin ich bereit, im Einzelfall das, was durch irgendein Verfahren, auch durch eine Mehrheitsentscheidung, so oder eben anders geregelt worden ist, mitzutragen. Ja, vielleicht mit an der Realisierung mitzuwirken, obwohl ich selber zu denen gehörte, die eine andere Alternative besser gefunden hätte. Nennen wir das demokratische Loyalität. Aber die setzt etwas voraus, nämlich, dass ich nicht ausgegrenzt bin, dass ich die Chance habe, mit meinen Vorstellungen mich auch mal einzubringen und durchzusetzen in diesem Feld der politischen Meinungsbildung. Das heißt, das setzt voraus, dass die Demokratie kooperativ ist, ja, Demokratie als Kooperation. Und dann können wir bei allen Meinungsunterschieden sagen, wir sind loyal zu den Institutionen, zu den etablierten Verfahren, zu den Rechten, zu der Art und Weise, wie wir zum Beispiel auch soziale Solidarität organisieren. Das finden alle, natürlich gibt es da sehr verschiedene Meinungen, wie man das machen soll, aber wir sind grundsätzlich der Meinung, das gehört zur Demokratie dazu. Ich bin ja der Meinung, es kann gar keine Demokratie geben ohne Sozialstaatlichkeit, weil nur Sozialstaatlichkeit ermöglicht den einzelnen Individuen in Krisen oder wenn sie alt sind, pflegebedürftig, arbeitslos, aus Elternschaftsgründen eben nicht arbeiten können und so weiter, aus diesen Gründen heraus dann eben nicht die Autorschaft zu verlieren, zum Objekt karitativer Zuwendung lediglich zu werden, wie das in Feudalgesellschaften typisch ist. Das ist ja schön, dass dann noch karitative Hilfe erfolgt, ja, aus Fürsorge oder Mitleid. Nein, der Sozialstaat sagt, du hast ein Recht, dass dir die politische Gemeinschaft in solchen Situationen so weit hilft, dass du Autorin oder Autor deines eigenen Lebens bleibst und nicht deine Würde verlierst. Sie bringen für diesen im Moment ja eher großen gesellschaftlichen Zusammenhang, so wie Sie ihn jetzt gerade skizziert haben, im Buch ein ganz schönes, kleines, alltägliches Beispiel. Eine Bergwanderung, ein paar Leute tun sich zusammen, um von A nach B zu kommen. Vielleicht haben sie eine Bergführerin, einen Bergführer dabei. Und auch da werden ja andauernd Entscheidungen notwendig, unter den Bedingungen, die halt nun mal die Natur vorgibt, die die Mitglieder mitbringen, die der Weg vorgibt und so weiter und so weiter. Vielleicht sind Sie so nett und schildern noch mal kurz, weil das schön handfest ist, diese Situation, an der ich auch als ganz in einer ganz alltäglichen Situation merke, die Logik der Entscheidungsfindung ist etwas, was nicht nur auf politischer, institutioneller Ebene stattfindet, sondern was im Grunde ganz alltagspraktisch fundiert ist. Ich gebe zu, das Beispiel ist vielleicht auch ein bisschen der Nähe meines Wohnorts zu den Alpen verschuldet. Ein Hamburger kennt vielleicht Liebe, auch eine andere Idee, die ich den Alpen gegenüber habe. Aber ich hoffe, es ist trotzdem auch in Hamburg verständlich, zumal ja viele Hamburger auch Skilaufen, wie wir gesehen haben, auch in der Corona-Krise. Sonst hätte sich Ischgl nicht so ausgebreitet, ja, in ganz Europa und Norddeutschland ebenfalls. Ja, der Punkt, ich wollte versuchen klarzumachen, kollektives Handeln ist nicht irgendwas Abstraktes, Institutionelles, sondern es ist etwas eigentlich Alltägliches. Und dieses Beispiel der Bergwanderung, mal angenommen, man ist zu fünft oder zu siebt und macht sich auf zu einer anspruchsvolleren Bergwanderung, dann ist eigentlich allen, die ein bisschen Erfahrung damit haben, klar, wir sollten zusammenhalten. Wir sollten uns nicht trennen, wenn es irgend geht. Wir sollten nicht einen Einzelnen zurücklassen, der zum Beispiel Angst hat, jetzt weiterzugehen. Das heißt, irgendwie müssen wir kollektiv entscheiden, weil sonst bleibt ja diese Gruppe nicht zusammen. Jetzt gibt es aber vielleicht gar keine Institutionen. Also was macht man? Vielleicht bricht man einfach auf und verlässt sich auf die Vernunft aller Beteiligten, dass das schon geht. Vielleicht gibt es Konflikte auf dem Wege. Manche haben Angst, weiterzugehen, möchten zurück. Andere sagen, das ist aber gefährlich, jetzt bei dem Wetterumschwung jetzt über den steilen Weg zurückzugehen. Wir müssen zur nächsten Hütte kommen und so weiter. Ja, und dann entsteht so etwas wie Legitimität der kollektiven Entscheidung. Die kann ein bisschen formalisiert sein. Es kann sein, dass die sich vorher zusammensetzen am Vorabend und sagen, also morgen brechen wir auf, Wettervorhersage ist nicht so ganz unproblematisch. Also was machen wir denn, wenn wir in schwierige Situationen kommen? Und mal angenommen, ich habe das Beispiel da gebracht, einer ist älter oder ist eben bestimmt besonders kompetent, zum Beispiel Bergwanderer oder so, Bergführer. Und dann sagt man vielleicht, also wenn wir uns nicht einig sind, dann hören wir auf die Person. Ja, das ist nicht eine Verletzung von Menschenwürde oder ein Verlust von Freiheit, sondern es ist eine Möglichkeit, in solchen Situationen noch kollektiv handlungsfähig zu sein. Oder man sagt, in so Situationen entscheiden wir mit Mehrheit. Vielleicht setzen wir hinzu, aber jeder hat ein Vetorecht, wenn er ganz große Angst hat.
Also das kann ziemlich kompliziert werden. Und das Entscheidende ist, dass wenn man sich geeinigt hat auf ein Entscheidungsverfahren, dann stiftet das Legitimität, ganz egal welches es ist. Das selbst, diese Einigung stiftet Legitimität. Und deswegen versuche ich ja dafür zu werben, für ein Demokratieverständnis, was nicht primär auf die Mehrheitsregel, auf Mehrheitswahlen oder so setzt, sondern primär auf diese Übereinstimmung. Wir brauchen eine Übereinstimmung, einen Konsens, nennen wir es einen Konsens höherer Ordnung, nämlich wie wir Konflikte im Zweifelsfall so bewältigen, dass wir handlungsfähig bleiben. Und der Konsens stiftet Legitimität und nicht allein eine bestimmte Entscheidungsregel, wie zum Beispiel die Mehrheit setzt jeweils fest, was getan wird. Nun muss dieser Konsens, also das im Grunde die, wie soll man sagen, die, das Einvernehmen darüber, wie man miteinander zu Entscheidungen findet, der muss ja eigentlich der Demokratie vorausgehen. Er ist ja nicht nur interner Teil oder intrinsischer Teil der Demokratie. Da würde man sagen, Mehrheitswahlrecht von 5 Leuten sagen 3, wir biegen links ab, also die biegen jetzt alle links ab und fertig ist die Geschichte, egal was mit den 2 anderen jetzt ist. Dazu gehört aber, dass es eben außerdemokratisch, mag ich es vielleicht nicht nennen, aber vielleicht auch vordemokratische Prämissen gibt, die eine funktionierende und legitime Demokratie überhaupt erst ermöglichen. Man könnte von einem Menschenbild sprechen, man kann von eben diesen einem Konsens höherer Ordnung sprechen. Was sind das für Voraussetzungen, ohne die nach Ihrer Vorstellung Demokratie gar nicht funktionieren kann? Ja, ich glaube, wir haben eine gewisse Tendenz in der Moderne, diese Bedingungen der Demokratie, die kulturellen Bedingungen auch zu unterschätzen. Also ich will mal gleich, damit man nicht missverstanden wird, vorausschicken, natürlich die Pluralität zum Beispiel, die Pluralität von Lebensformen, die Pluralität von Religionen, das ist ein Signum der Moderne und ein Signum der Demokratie. Das heißt, die Demokratie muss Vielfalt aushalten können. Das ist, sei vorausgeschickt, damit ich nicht missverstanden werde. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass eine Demokratie nur auf Dauer stabil ist, wenn sie auf so etwas aufruht oder jedenfalls mit einhergeht, was ich eine Zivilkultur nenne. Ja? Eine Kultur des zivilen Umgangs, und zwar auch im Alltag. Also mir geht es jetzt gar nicht um die hohe Politik und wie wir das beraten und wie wir am Ende entscheiden und wie wir uns vielleicht einbringen können, sondern den Alltag in einer demokratischen Gesellschaft. Um ein etwas angejahrtes Beispiel zu nehmen, wenn Menschen aufstehen in öffentlichen Verkehrsmitteln, weil sich neben sie jemand setzt, der eine andere Hautfarbe hat, dann ist eine solche Gesellschaft nicht wirklich reif für die Demokratie. Vielleicht am Anfang, wenn die Demokratie gerade erst etabliert ist, sind solche Verhaltensweisen noch verbreitet, aber das muss verschwinden. Sonst kann die Demokratie auf Dauer nicht Bestand haben. Also Ausgrenzung, Ressentiment, Hass, Freund-Feind-Verhältnisse, sage ich jetzt mal an die linken Bewunderer von Carl Schmitt, die sagen, Freund-Feind-Verhältnisse definieren Politik. Das sagen rechte Bewunderer von Carl Schmitt immer schon und zunehmend auch linke Bewunderer von Carl Schmitt. Wer das sagt, hat nicht verstanden, was die Demokratie ausmacht. Die Demokratie ist im Kern die Bereitschaft zu kooperieren, bei allen Streitigkeiten, bei allen Unterschieden, auf der Basis von gleicher Freiheit, gleichem Respekt, gleicher Anerkennung. Wer sagt, du gehörst zu den anderen und deswegen bist du weniger wert, der hat nicht diese Zivilkultur verstanden, die die Demokratie trägt. Und da ist mein Dissens, im weitesten Sinn kann man sagen, das Spektrum zwischen Jürgen Habermas und John Rawls, ja, also so, das, was man im englischen Liberalism nennt, was nicht genau dasselbe ist wie in Europa, vor allem nicht libertär, das heißt Gleichheit und Freiheit und der Staat hat durch Bildung und Sozialstaatlichkeit gleiche Freiheit zu fördern, das ist mir alles sehr sympathisch. Auch die universalistische Ausrichtung des Liberalismus in diesem politisch-philosophischen Sinne ist mir sehr sympathisch. Unsere gesamte Demokratie zieht ganz wesentliche Elemente aus dem Liberalismus des 19. und auch schon des späten 18. Jahrhunderts. Da kann überhaupt keine Frage bestehen. Die Rechtsordnung ist im Kern eine liberalistische Rechtsordnung. Aber das große Aber kommt jetzt. Der Dissens betrifft die Ausklammerung der kulturellen Dimension. Der Glaube,
Also um Rawls zu zitieren, irgendwie gibt es da, man nennt das auf Englisch Comprehensive Moral Doctrines, was ich sowieso für eine Fehleinschätzung halte, aber es gibt moralische Vorstellungen, Lebensvorstellungen, die vielleicht auch an bestimmte Religionen und Partikularkulturen gebunden sind. Naja, und dann gibt es da irgendwie sowas Überlappendes und eigentlich sollte die Gerechtigkeit, die Frage der politischen Gerechtigkeit unabhängig sein von all diesen Partikularen. In einer ähnlichen, aber auch anders begründeten Weise bei Jürgen Habermas, dem anderen großen politischen Philosophen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die Ethik ist etwas, was irgendwie auf Werten beruht und auf Werte bezogen ist. Dagegen die Regeln und Normen der Demokratie, die sind in einem Diskurs, einem rationalen Diskurs einzubetten, die haben universellen Geltungsanspruch und das beides ist voneinander weitgehend unabhängig. Jetzt mein Dissens, das ist mir sympathisch, ich verstehe den Hintergrund, man will pluralistische Demokratie, man will eine Vielfalt von Lebensformen integrieren können, alles gut, aber Vorsicht, ohne diese zivilgesellschaftliche Basis, ohne eine Kultur der alltäglichen Respekts, der Anerkennung, der Nicht-Ausgrenzung, der Nicht-Marginalisierung, der Kritik von Karl Schmitt und dieser Schule, ohne das gibt es keine stabile Demokratie. Und deswegen muss man darauf schauen. Und wenn es Konflikte gibt, heißt das nicht, dass man mit Strafrecht reagieren kann. Aber ich sage es mal politisch unkorrekt. Wenn Kinder in bestimmten kulturellen Milieus in der Demokratie aufwachsen, in unbedingtem Respekt vor ihren älteren Brüdern, also autoritäre Orientierungen mitnehmen, dann sind sie in bestimmten Sinne nicht demokratiefähig, weil sie das Besondere der Demokratie gewissermaßen nicht in ihrer Kulturalisation kennenlernen, nämlich das heißt auf Augenhöhe. Menschen haben gleichen Respekt, gleiche Anerkennung verdient und es gibt nicht Clan oder Gruppen oder hierarchische Loyalitäten, die dem vorgeordnet sind. Wenn Sie sagen, die Kooperation ist ein Wesensmerkmal der Demokratie, Aristoteles nennt den Menschen ein Zoon Politikon, also ein Wesen, dem das Politische, das Gemeinschaftliche sozusagen schon mit der Muttermilch mitgegeben wird, das in den Genen liegt, würden wir heute sagen, dann ist es aber auch so, dass wir in einem aktuellen Streit auch da an einen kritischen Punkt kommen. Viele Journalisten, Medienleute, aber auch politisch engagierte Menschen sagen heute, mit radikalen Populisten der einen oder anderen Couleur rede ich als Demokrat gar nicht mehr. Ist diese Diskursverweigerung, ist das dann auch schon ein, würden Sie sagen, undemokratisches Verhalten? Denn die, die das tun, sagen natürlich, ich rette damit die Demokratie, indem ich mit diesen Figuren gar nicht erst anfange zu reden. Also ich halte das im Kern für falsch. Ich glaube, es war keine gute Idee, das liegt jetzt schon wieder ein paar Jahre zurück, in den Landtagswahlkämpfen einiger Spitzenpolitiker der demokratischen Parteien, der traditionellen demokratischen Parteien, CDU, SPD, Grüne, wir gehen zu keiner Podiumsdiskussion, wenn da ein Vertreter der AfD mit dabei ist. Das habe ich für ganz falsch gehalten und das hat sich im Übrigen auch danach gezeigt, dass es falsch war, denn die Wahlergebnisse sind gerade deswegen so gut ausgegangen für diese neue politische Kraft. Jetzt muss man allerdings ein Aber hinzufügen. Es gibt Grenzen. Es gibt einen schönen italienischen Begriff, den ich sehr liebe, aber der sich in Deutschland nicht ausgebildet hat. Arco costituzionale. Das kommt noch aus der Widerstand gegen die Faschisten, ja, in den 20er und 30er und 40er Jahren. Arco costituzionale, das ist der Bogen, der Verfassungsbogen. Und wer gehört dazu und wer gehört nicht mehr dazu? Und in Italien gehörte zu diesem Verfassungsbogen zum Beispiel interessanterweise der PCI, also die kommunistische, eurokommunistische Partei in Italien. Aber auch als sie schon noch nicht so eurokommunistisch war und sich nicht so deutlich von Moskau gelöst hatte, zählte sie zu diesem Arco-Costituzionale. Linksabspaltungen davon, die im Grunde den bewaffneten Klassenkampf befürworten, wenn sie auch aus pragmatischen Gründen jetzt erstmal darauf verzichten, gehören nicht dazu. Insbesondere gehörte der damalige MSI, Movimento Sociale Italiano, nicht dazu, die Neofaschisten nicht dazu. Und da kann man sagen, das ist eine Ausgrenzung, die ist nicht möglich in der Demokratie. Man kann über Details streiten, die Grenze ist schwer zu ziehen, aber diejenigen, die nicht bereit sind, sich überhaupt einzulassen auf das Argument, die nur mit Ressentiment und Hetze agieren und die gewisse unverzichtbare Grundwerte nicht akzeptieren,
Zu den Grundwerten zählt zum Beispiel die gleiche Anerkennung, der gleiche Respekt, dass ich nicht wegen Religionszugehörigkeit diffamiert werde oder von Herkommen oder sexueller Orientierung oder gar Geschlecht. Wer nicht einmal das anerkennt, ist kein Dialogpartner mehr, weil man kann sich überhaupt nicht verständigen. Da gibt es übrigens in der Sprachphilosophie einen ganz tollen Beitrag. Ich weiß nicht, ob ich den in zwei Sätzen klar machen kann, aber ich will es versuchen. Das ist Donald Davidson, der argumentiert hat, damit wir überhaupt über irgendwas streiten können, müssen wir über fast alles andere einer Meinung sein. Klingt extrem. Und das, über das wir anderer Meinung sind, muss noch zum größten Teil wahr sein. Sag mal, das kann doch nicht stimmen. Naja, doch, da spricht viel dafür. Wenn wir ein so unterschiedliches Weltbild hätten, die Realitätsverständnisse extrem unterschiedlich sind, könnten wir uns gar nicht verständigen. Es geht nicht darum zu streiten, wir können uns gar nicht mehr verständigen. Das heißt also, es muss einen gewissen Bestand geben an gemeinsamen Normen und Überzeugungen, empirischen wie normativen Überzeugungen, damit überhaupt ein Diskurs sinnvoll ist. Und da gibt es Grenzen. Und ich würde sagen, um das jetzt ganz konkret zu machen, da wollen Sie mich wahrscheinlich hinführen, diese Grenze verläuft gegenwärtig mitten durch die AfD. Das heißt, das, was man gelegentlich in der öffentlichen Debatte als Flügel bezeichnet hat, verlässt den Arco Constitutionale in jeder Hinsicht. Das heißt, die sind dann auch nicht mehr Gesprächspartner. Die wollen auch keine Gesprächspartner sein. Oder will ich sagen, jeder Einzelne, aber jedenfalls von der Tendenz her. Während sehr viele Mitglieder oder Wähler der AfD den Arco Constitutionale nicht verlassen haben. Die auszugrenzen wäre auch rein strategisch ein Fehler, aber auch von der Demokratie, wie ich sie verstehe, nicht legitim, weil die Demokratie eben von dieser Inklusion von möglichst vielen lebt. Wir müssen möglichst viele mit einbeziehen. Wir müssen uns argumentativ auseinandersetzen und nicht durch Straßenschlachten. Jetzt kann man natürlich trotzdem fragen, wie begegnet man oder wie verhält man sich mit diesen Mitgliedern der Gesellschaft? Ich will jetzt nicht die ganze Diskussion für die letzte Viertelstunde, die wir haben, nur auf die AfD konzentrieren. Das ist nicht meine Absicht. Aber wie verhält man sich gegenüber denjenigen, die ihrerseits aber doch gerade Grundrechte wie freie Meinungsäußerung, individuelle Autonomie und so weiter für sich reklamieren und ihre Position genau damit begründen? Die würden ja immer sagen, in einer Demokratie wird das ja wohl erlaubt sein, was ich hier gerade sage und die Position, die ich vertrete. Wie findet man da wieder diesen gemeinsamen Boden, den Sie demokratischen Realismus nennen, auf dem sich dann dieser überwölbende Bogen wiederfinden kann? Oder anders gesagt, sind die für immer verloren? Also ich glaube nicht, dass man sich so auf einen Standpunkt stellen kann, der auch ein bisschen jetzt angejaht oder angestaubt ist. Der verliert gegenwärtig an Zustimmung auch in den kulturwissenschaftlichen Departments der Welt und in den Feuilletons. So ein postmodernes Anything goes. Ja, also jeder soll doch vertreten, was er oder sie will. Realitäten sind abhängig von Interessen und von kulturellen Zugehörigkeiten. Spätestens seitdem ein Freund von mir, ein italienischer Philosophieprofessor Maurizio Ferraris, hat das sehr schön formuliert, der selber zur Postmoderne jahrzehntelang zählte, einer der prominenteren in Italien, der gesagt hat, seitdem die Postmoderne zu einem rechtsgewirkten Medienpopulismus sich transformiert hat, kann man sie nicht mehr vertreten. Und ich glaube, das ist ein Aufwachen. Es ist völlig klar, dass mit dieser spielerischen Einstellung alles geht, alles kann vertreten werden. Oder auch mit der weniger spielerischen, wir befinden uns hier in einem Kampf der Realitäten und der Identitäten. Und diesen Kampf müssen wir einfach führen unter den jeweiligen politischen Bedingungen. Und solange demokratische Strukturen da sind, muss man sich halt darauf einlassen. Sowas gibt es ja auch, nicht? Man sagt es einfach unklug, so wie in den 70er Jahren manche gesagt haben, es ist unklug, zur Waffe zu greifen. Die RAF macht das falsch, weil auf diesem Wege wird das Ziel des Klassenkampfes nicht erreicht. Man muss sich jetzt im Augenblick arrangieren. Aber wer so redet, hat den Arco Constitutionale ganz offenkundig verlassen. Also dieses Willkürliche ist nicht verträglich mit Demokratie. Demokratie geht es im Kern um das Ringen, auch um Wahrheit. Das heißt, es klingt so altmodisch, ja, nicht eine postulierte Wahrheit einer Ideologie oder einer Weltanschauung oder einer Religion,
sondern wir ringen darum, herauszubekommen, wie es sich wirklich verhält. Wenn wir das darum nicht ringen, dann sind wir nicht demokratiefähig. Nicht? Dann kann man sagen, dann sind wir unmündig, wenn wir nicht versuchen, das herauszubekommen. Und nach meinem, auch im ethischen Sinne, realistischen Verständnis, also das ruhig zuspitzt, das wird viel Widerspruch ernten, aber vielleicht ist das doch halbwegs verständlich zu machen, nehmen wir das extremste Beispiel aus der deutschen Geschichte. Der Völkermord an den Juden ist ein Unrecht, völlig unabhängig davon, ob das als solches anerkannt ist oder nicht. Selbst wenn alle Menschen der Meinung wären in einer reinen SS-Gesellschaft, das ist kein Unrecht, wäre es immer noch ein Unrecht. Wer das akzeptiert, ist ethischer Realist. Sagt, es gibt moralische Tatsachen. Es ist eine moralische Tatsache, dass der Völkermord an den Juden ein Unrecht ist. Und hoffentlich sind wir in der Lage, alle das einzusehen und nicht zu bagatellisieren. So, und das gilt eben für sehr viele Fragen. Da kann man immer noch sich irren und man kann sehr verschiedene Meinungen zulassen. Realismus ist mit einer Meinungsvielfalt selbstverständlich verträglich. Aber ohne dieses realistische Fundament und ohne die pragmatische Haltung, die sagt, wir haben nicht ein für alle Mal die Wahrheit gefunden, sondern wir müssen darum ringen. Und jedes widrige Argument ist willkommen. Da müssen wir uns damit auseinandersetzen. Ja? So verstehe ich das. Ohne das, das meine ich unter realistische Demokratie oder ein realistisches Verständnis von Demokratie oder demokratischer Realismus, kann eine Demokratie nicht funktionieren. Wer sagt, es geht eigentlich nur um Interessenlagen, ja, ökonomische Interessenlagen oder kulturelle Identitäten, die sich exprimieren, die sich zum Ausdruck bringen in der politischen Rhetorik, der verlässt eigentlich den Boden der Demokratie, weil es dann nicht mehr um das Ringende, um das Richtige geht, sondern lediglich um den Austausch von Positionen. Und da kommt man nicht weiter. Eine Pointe Ihres Buchs ist in der Tat, dass Sie sagen, es braucht eben eine Wertefundierung. Sie haben gerade schon gesagt, es muss jetzt nicht eine Religion sein, es muss keine festgefügte Weltanschauung sein, aber es muss eine gemeinsame Grundlage geben, die nicht von der Demokratie, vom demokratischen Gerüst herkommt, sondern die eine Prämisse des Ganzen ist. Und Sie rekurrieren da ganz dezidiert auf den Humanismus. Sie sprechen nicht nur von der Zivilkultur, das Wort haben Sie gerade schon benutzt. Sie sprechen im Buch auch von dem Wort Leitkultur, bei dem sich dem einen oder anderen noch die Haare sträuben werden, in Erinnerung an Diskussionen, die auch schon ein paar Jahre zurückliegen. Sagen Sie noch ein bisschen genauer, warum ist Humanismus das wesentliche Fundament? Und ich schließe noch eine zweite Frage bitte gleich an. Ist damit aber nicht auch gegeben, dass es eher in den westlichen Gesellschaften, wo es eine humanistische, philosophische Tradition gibt, demokratisch funktionieren kann und in anderen Kulturen es leider nicht funktioniert? Ich will das aufgreifen, weil das vielleicht sogar wieder aktuell wird. Wir wissen ja nicht, wie die Politik nach der Corona-Krise weitergeht. Ist nicht ausgeschlossen, dass Friedrich Merz zum Beispiel Kanzlerkandidat wird. Und der hat ja mit die Debatte um die Leitkultur vor vielen, vielen Jahren befeuert, die eigentlich auf einen syrischstämmigen Politikwissenschaftler zurückgeht, nämlich Bassam Tibi. Der hatte für eine europäische Leitkultur plädiert. Und ich habe damals schon die Klingen kreuzen mit Friedrich Merz, zur Irritation vieler, das war mir schon bewusst gesagt, es ist durchaus richtig, dass wir eine Leitkultur brauchen. Aber diese Leitkultur ist nicht deutsch, nicht spezifisch deutsch oder bayerisch oder was auch immer, sondern diese Leitkultur ist die Leitkultur des Humanismus. Also eine sozusagen doppelte Frontstellung gegen diejenigen, die sagen, nee, kulturelle Aspekte der Demokratie gibt es nicht, wir brauchen keine gemeinsamen kulturellen Praktiken und Einstellungen und Haltungen, als auch gegen diejenigen, die sagen, wir brauchen eine spezifisch deutsche Leitkultur. Man kann es zuspitzen und sagen, was spezifisch deutsch ist, gehört nicht zur Leitkultur. Und das ist genau der Punkt. Die Leitkultur des Humanismus, das ist der erste Teil Ihrer Frage, die Leitkultur des Humanismus ist inklusiv und universalistisch. Das heißt, sie bezieht alle ein. Sie meint eigentlich nichts anderes, als wir nehmen Individuen, menschliche Individuen ernst. Wir respektieren sie in ihrer Besonderheit und in ihrer Fähigkeit, Autorin oder Autor des eigenen Lebens zu sein, was wir vorher schon mal angesprochen haben. Und der Humanismus entfaltet dann die verschiedenen Bedingungen dafür, darunter zum Beispiel Bildung, Bildungspartizipation, eine Praxis, in der sich die Leute wiederfinden und nicht marginalisiert werden,
Die Frage ist, müssen wir nicht auch in der Lage sein zu urteilen, also Ausgang aus selbstverschuldeter Unmündigkeit, um Immanuel Kant zu zitieren. Ja? So, das ist also im Grunde, können wir jetzt nicht mal entfalten in allen Details, aber das ist der humanistische Ansatz, die Bedingungen von voll entfalteter Menschlichkeit und nicht Menschen als Instrumente für andere Zwecke, für Klassenkampf, für ethnische, für völkische, für totalitäre oder für sonstige Ziele, soll jedes einzelmenschliche Individuum zählt gleich. So, und jetzt kommt der naheliegende Einwand, zweiter Teil Ihrer Frage. Ja, aber das ist doch typisch europäisch. Manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versteigen sich zu der wirklich kühnen These, das Subjekt ist eine Erfindung der europäischen Aufklärung. Da sage ich dann doch nochmal ein bisschen grob, großer Humbug, natürlich nicht. Was steht denn in den antiken Texten, die meine Studierenden lesen müssen, bei Platon oder Aristoteles, da geht es um Verantwortung, es geht um Gründe geben, logon didonai, das ist genau das, wie man heute im Englischen sagen würde, give and take reasons. Das setzt natürlich voraus, dass Menschen für Gründe empfänglich sind, dass sie Akteure sind und so weiter. Das ist eine absurde Vorstellung, das ist geradezu eine europäische Arroganz zu meinen. Wir hätten das Subjekt erfunden, ja um Himmels Willen. Wir haben auch nicht den Verantwortungsbegriff erfunden. Der ist natürlich auch schon viel älter in unserem Kulturkreis. Und der Humanismus, jetzt nochmal zu unserem Kulturkreis, hat einen ersten großen Höhepunkt in das stoischen Denken, im Stoizismus gehabt. Der Stoizismus hat dann eingewirkt, teilweise auf das Christentum, eine zunächst nicht besonders zivilisierte religiöse Bewegung, die dann durch dieses Amalgam spätrömisches Ethos, stoizistisches Ethos und natürlich auch Platonismus hat dann eine wichtige Rolle gespielt, Patristik, dann gewissermaßen eine religiöse Haltung wird, die dann auch verträglich wird mit politischer Praxis und dann sehr stark humanistische Elemente dann aufnimmt, aber sie auch zum Teil kritisiert und der große Konflikt nach dem in der frühen Neuzeit, in der Renaissance, der sich dann da durchzieht, zum Teil sehr blutig. Ja, die Humanisten mussten das zum Teil mit dem Tode bezahlen, wenn sie nicht kirchentreu waren. Und das ist ein langwieriger Prozess gewesen. Und jetzt kann man sagen, na gut, aber das ist ja alles eurozentrisch, alles Europa, auf das willst du das Demokratiekonzept stellen? Sag ich, nein, das ist wieder europäische Arroganz. Ich meine, in der buddhistischen Tradition zum Beispiel, in der konfuzianischen Tradition, das sind alles humanistische Bewegungen, humanistische Tendenzen. Da kann man viel kritisieren, wie auch im Westen. Es gibt so einen Überschlag des Humanismus in Utopismus. Ja, schon in der frühen Neuzeit, Campanella, Morus, Bacon und dann nochmal im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert. Das kann man alles kritisieren, aber der Grundansatz des Humanismus ist unverzichtbar für die Demokratie. Menschen zählen. Menschen sind keine bloßen Instrumente, wie das Kant auf den Begriff gebracht hat. Und das ist keineswegs für andere Kulturen fremd, sondern das ist in anderen Kulturen vielleicht sogar manchmal höher entwickelt. Wenn ich das noch sagen darf, mich hat das sehr beeindruckt. Ich habe mich mal ein bisschen beschäftigt mit der Genese der General Declaration of Human Rights. Das ist am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen worden. Das ist nicht völkerrechtlich wirksam gewesen. Das hat dann noch lange gedauert. Da musste es Verträge geben, Mitte der 60er Jahre. So. Aber das Interessante ist, der Westen erzählt immer diese merkwürdige Geschichte. Entweder arrogant, Menschenrechte ist unsere Erfindung, jetzt müssen wir es dem Rest der Bevölkerung, Weltbevölkerung beibringen. Ja? Oder bescheiden und geradezu herabsetzend, wir dürfen das nicht vertreten, weil das ist ja nur westlich und da müssen wir von anderen Kulturen lernen und die sind eben anders und die kennen die Idee der Menschenrechte. Wenn man mal die Vorgeschichte anschaut, dann müsste eigentlich solche Rede nie mehr vorkommen. Die Vorgeschichte war die, dass es die jüdischen Organisationen waren, in den USA und international, die gesagt haben, es kann nicht sein, dass die normative Basis der Weltgemeinschaft, die jetzt entsteht nach dem Desaster des Zweiten Weltkrieges, allein auf der Säule der kollektiven Sicherheit beruht. Also Souveränität von Einzelstaaten, aber eine Vorkehrung, dass diese Souveränität wieder zu einem nächsten Krieg führt. Das kann nicht das Einzige sein. In der Charta der Vereinten Nationen sind das dicke Kapitel, die davon handeln, wie kann man das hinbekommen, wie kann man Frieden bewahren und wie kann man Frieden wiederherstellen und der Sicherheitsrat muss da eine Verantwortung wahren und so weiter. Kann nicht das Einzige sein. Wir haben eine Erfahrung als Jüdinnen und Juden, nämlich der systematischen Entwürdigung aufgrund von Religionszugehörigkeit oder einer Volkszugehörigkeit.
Das kann sich nicht wiederholen. Wir brauchen deswegen eine zweite normative Säule. Und das sind eben Menschenrechte. Das zweite Säule, General Declaration of Human Rights, menschliche Rechte. So, und wer hat den Entwurf gemacht für diese Generalversammlung? Die südamerikanischen Staaten. Ein paar Monate vor dieser Generalversammlung. Und wer hat die beeindruckendste, wirklich beeindruckendste Rede gehalten auf dieser Generalversammlung? Der indische Delegierte, der unter anderem leicht süffisant bemerkte, er freut sich darüber, ich habe es jetzt nicht mehr wörtlich im Kopf, bitte entschuldigen Sie, dass ich es nicht jetzt genau zitiere, aber sinngemäß, er freut sich, dass nun auch der Westen erkannt hat, the dignity of all beings. Er hat gar nicht von of all human beings or all beings gesagt, was immer da der weltanschauliche Hintergrund ist. Das heißt, es wurde von dieser Seite eher so empfunden, jetzt ist auch der Westen soweit. Und wenn ich das einen Satz noch, einen politisch-praktischen Satz, das passt ja gut zu unserem Thema, hinzufügen darf. An wem wäre das beinahe gescheitert, die General Declaration of Human Rights? Nicht an Indien, überhaupt nicht, sondern an der großen westlichen Vormacht Großbritannien, die massiv dagegen opponierte, und zwar zu Recht, weil sie befürchten mussten, ihr Kolonialreich zu verlieren, wenn man das zur Grundlage der Weltpolitik macht. Das war der eine große Opponent. Und der andere große, mächtige Opponent war mit einem Begriff das Pentagon und alles, was da dran hängt, weil die sich Sorgen machten, wie man in Zukunft noch Kriege führen kann, wenn diese zweite Säule eine so wichtige Rolle spielen würde. Also keine Legenden. Humanismus ist keine Erfindung der Moderne, ist keine Erfindung des Westens, sondern ist ein Ansatz des Denkens, der Praxis, des Umgangs miteinander, der Grundlage ist für Zivilität, für Zivilkultur, und Zivilkultur ist Voraussetzung für Demokratie. Deswegen sagen Sie am Schluss Ihres Buchs auch, dass die Demokratie nicht nur eine Staatsform ist, nicht nur ein Verfassungskonstrukt sozusagen, sondern eine Lebensform. Vielleicht können wir da gegen Ende unseres Gesprächs jetzt noch mal ein bisschen drauf kommen. Da verbinden sich ja im Grunde die humanistische Fundierung oder die Wertefundierung, auch das, was an Menschenbild der demokratischen konkreten Verfassung eigentlich vorausgehen muss, mit dem gesellschaftlichen Miteinander, was am Ende unsere alltägliche Praxis ist. Warum sagen Sie, Demokratie ist nicht nur eine Staatsform, so wird es ja wahrscheinlich in Lehrbüchern eher drinstehen, sondern warum ist es eine Lebensform? Das ist nochmal ein klarer Dissens gegenüber denjenigen, die sagen, Verfassungspatriotismus reicht aus. Loyalität zu den Verfassungsnormen und zum Rechtsstaat reicht doch eigentlich aus. Nein, das ist einfach falsch. Das reicht eben nicht aus. Also man kann das ja ganz konkret sich vorstellen. Denken Sie mal, Sie haben eine Demokratie, demokratische Institutionen, Rechtsstaatlichkeit, Gerichte, Parlamente und so weiter, wie wir es jetzt kennen. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Formen weltweit. Aber leider will sich niemand in dieser Gesellschaft, in dieser Demokratie für Politik interessieren. Das heißt, die Leute informieren sich nicht und sie sind nicht bereit, sich zu engagieren oder gar für Parlamente zu kandidieren. Man kann ja niemanden zwingen. Man kann niemanden zwingen, sich für Politik zu interessieren. Man kann niemanden zwingen, sich in Parlamente wählen zu lassen. Aber es ist doch völlig klar, dass eine Demokratie als Staatsform, ja, kollabieren würde, wenn die Menschen nicht Anteil nehmen, sich nicht informierten und am Ende vernünftige Wahlentscheidungen treffen würden, oder wenn sich die Menschen in toto weigerten würden, sich in dieser politischen Praxis selber zu beteiligen. Dann würde die Demokratie kollabieren. Dieses einfache, praktische Beispiel zeigt doch schon, ohne dieses Lebensformelement, es ist Teil, wir sind Citoyen, wir sind Bürgerinnen und Bürger, wir beteiligen uns. Es ist unsere Sache. Ja? Tua res agitur. Ja? Es geht um deine Sache. Du bist mit dabei. Du bist gemeint. Das muss man nicht in permanentem Aktivierungsmodus haben. Nicht, die Leute müssen nicht permanent zum Demonstrieren gehen. Sie müssen sich nicht permanent die Abende dazu bringen in irgendwelchen Versammlungen und Bürgervereinen und Bürgerinitiativen. Nein, das wird nicht verlangt. Wenn die Sache gut funktioniert, kann man auch sich zurücknehmen und sagen, gut, das ist in Ordnung, ich schaue hin, wie sich das entwickelt, ich bilde mir meine Meinung, aber ich selber habe im Augenblick anderes zu tun. Ja? Völlig in Ordnung. Aber es setzt voraus, dass das demokratische Engagement, das Interesse an der Politik,
eine Bereitschaft, sich auf demokratische Diskursformen, wir hatten vorher darüber gesprochen, in Respekt und wechselseitige Anerkennung einzulassen, dass das Teil unseres Lebens ist, unseres Alltagslebens. Insofern ist Demokratie sozusagen definitionsgemäß nicht nur Staatsform, sondern immer auch eine Lebensform. Man kann es auch nochmal anders formulieren. Man kann sagen, die Demokratie ist die einzige Staatsform, die angewiesen ist auf eine aktive Zivilgesellschaft, auf Bürgerinnen und Bürger, die sich beteiligen und die Widerstand leisten und den Widerspruch äußern und die mitmachen und die sich dafür die Angelegenheiten interessieren. Alle anderen Staatsformen gehen notfalls auch ohne eine aktive Zivilgesellschaft. Wir haben angefangen mit den Gefährdungen der Demokratie, mit der Beschreibung der inneren Schwierigkeiten, die in den letzten Jahren entstanden sind, mit den äußeren Angriffen. Jetzt haben wir ein bisschen die zentralen, aus Ihrer Sicht zentralen Punkte, die Freiheit und Gleichheit, die Wertefundierung, den humanistischen Grundansatz besprochen, das kooperative Element. Wie kämen wir denn jetzt zu einem nächsten Schritt oder anders gesagt, was müsste denn passieren, damit die Demokratie, die gerade so an vielen Stellen ins Schlingern geraten ist, sich wieder auf diese aus Ihrer Sicht ja dann doch sehr positiven Wurzeln besinnen würde? Wer müsste da zu welcher Einsicht kommen und wie könnte man ihn dahin bringen? Also ich selber bin recht optimistisch. Ich glaube auch, die Demokratie lebt gewissermaßen vom Optimismus. Sie muss ja auch ein gewisses Vertrauen in die Menschen haben, sonst ist ja Demokratie gar nicht möglich. Ein sehr pessimistisches Menschenbild, was meint, es geht ja den Leuten immer nur um ihr Eigeninteresse. Und im Zweifelsfall sind Leute bereit, andere schlecht zu behandeln, auszubeuten, zu unterdrücken, wenn das ihnen nur nützt. Wer ein solches Menschenbild, ein pessimistisches Menschenbild hat, der hat eigentlich die Demokratie als Lebensform schon verlassen und gefährdet damit die Demokratie. Also ein Schuss Optimismus, ein optimistisches Menschenbild, eine optimistische Haltung ist, ja, würde ich fast sagen, Demokratie notwendig, ist in die Demokratie eingebaut. Wir müssen Menschen viel zutrauen. Ja? Ist ein bisschen so, ich bin ja erfahrener Vater, einige Kinder, und ich würde sagen, was machen wir da eigentlich? Wir geben den Kindern ein Vertrauen, was sie eigentlich noch gar nicht verdienen. Das heißt, sie sind noch nicht so weit und wir geben ihnen einen Vertrauensvorschuss. Und natürlich wird das immer mal wieder enttäuscht, ja? Aber ohne diesen Vertrauensvorschuss, der eigentlich über das hinausgeht, was im Augenblick gerechtfertigt ist, würde sich das Kind gar nicht zu einer vollen Persönlichkeit entwickeln. Das heißt, gewissermaßen, wir nehmen etwas an, was noch gar nicht realisiert wird, damit es realisiert wird. Und so ähnlich sehe ich die Demokratie. Sie geht davon aus, optimistischerweise, wir können uns an dem, was für uns gemeinsam gut ist, orientieren. Menschen sind in der Lage, ihren rein egoistischen Interessenstandpunkt zu überwinden. Und dieses Vertrauen darauf schafft dann vielleicht tatsächlich diese Ergebnisse, die man sich wünscht, ja. Und deswegen will ich Ihre Frage auch da optimistisch beantworten. Also ich habe den Eindruck, und zwar jetzt mal vor der Corona-Krise schon gewonnen. Jetzt muss man sehen, wie die Corona-Krise sich auswirkt. Das ist jetzt noch zu früh, das zu sagen. Aber auch da kann man, glaube ich, zunehmend optimistisch sein. Ich habe den Eindruck, dass der, im Englischen würde man sagen Peak, wie sagt man da, der Höhepunkt der antidemokratischen Ressentiments längst überschritten ist. Es hat zum Beispiel kaum bemerkte Umfragen gegeben in Europa. Nach dem Brexit, der ja nun wirklich ein tiefer Einschnitt ist in die europäische Entwicklung, ist die Zustimmung zur Europäischen Union, zum europäischen Integrationsprojekt, bei allen Streitigkeiten, ja, gestiegen. Nicht gesunken, sondern in ganz Europa gestiegen. Von Land zu Land sehr unterschiedlich, von unterschiedlichem Niveau und in manchen Ländern, leider auch in dem von mir so geliebten Italien, sieht es eher schlecht aus. Aber insgesamt in Europa ist das gestiegen. Das ist schon mal ein klares Signal. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Menschen langsam genug haben von dieser Art der polemischen Herabsetzung, dieser ressentimentgetriebenen Politik. Sie merken, sie werden eigentlich für dumm verkauft. Ja? Politiker, die haben dann Erfolg, wenn Leute sagen, ja, mein Denken schalte ich jetzt mal ab und jubel zu, so wie totalitäre Bewegungen ja das wollen. Die wollen das abgeschaltete Denken. Sie wollen die rein emotionale Zustimmung. Niemand soll mehr diskutieren. Und mein Eindruck ist, umso ernster es wird, umso eher sagen die Leute, nein, also so können wir nicht miteinander umgehen. Das führt uns in den Abgrund.
Deswegen kann es paradoxerweise so sein, bei allen Gefährdungen jetzt in der aktuellen Krise, dass wir aus nicht nur Corona-Krise, sondern die Staatsschuldenkrise, die Weltfinanzkrise, die Brexit-Krise der europäischen Institutionen, wenn wir mal in Europa bleiben, oder die große politische Kulturkrise in dem anderen großen Bereich, nämlich Nordamerika, der Demokratie, Kanada ganz anders als USA, da ist Kanada Vorbild an Zivilkultur, kann man sagen. Ja. So wie übrigens in Europa die skandinavischen Länder ein Vorbild an Zivilkultur insgesamt sind. Ich glaube, die Menschen wollen mehr Seriosität und sie sehen vielleicht auch, wie wertvoll es ist, dass wir eben nicht wie in vielen Regionen der Welt unsere Konflikte mit Gewalt lösen, sondern im Modus des Zuhörens, der Verständigung, die dann irgendwann zu politischer Praxis gerinnen muss und die niemanden ausschließen darf, jedenfalls nicht systematisch und auf Dauer. Auf dieser optimistischen Note würde ich gerne unser Gespräch beenden. Zu den Aufgaben eines Moderators gehört es auch, auf die Uhr zu schauen. Herr Niederrümelin, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Meine Damen und Herren, ich zeige Ihnen hier nochmal das Buch Die gefährdete Rationalität der Demokratie von Julian Niederrümelin, erschienen in der Edition Körber. Ein Buch, bei dem Sie alles finden, was Sie an Grundlagengedanken zum Thema der Demokratie brauchen und auch Argumente finden gegenüber die Verächter, die Schlechtredner und diejenigen, die mit populären Missverständnissen über die Demokratie auf dem Marktplatz der Meinungen unterwegs sind. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Niederrümelin, für das Gespräch. Und meine Damen und Herren, ich möchte auch einen Dank an die Körber Stiftung und das Literaturhaus München ausrichten. Bedanke mich beim Regie-Team, das uns beide hier sicher durch diese Schalte manövriert hat. Und freue mich, wenn Sie bei einer unserer nächsten Veranstaltungen wieder dabei sind. Am 28.04. Dienstag nächster Woche gibt es auch im Namen der Körber Stiftung eine neue Veranstaltung, auch auf diesem Wege einer Videokonferenz. Elke Schilling wird Ihnen dort vorgestellt, eine Strippenzieherin gegen die Einsamkeit älterer Menschen. Sie hat in diesem Jahr, wie einige andere auch, den Zugabepreis der Körber Stiftung erhalten. Elke Schilling kümmert sich darum, dass ältere Menschen Wege der Kommunikation finden, ein Thema, was, glaube ich, in Zeiten der Corona-Krise doppelte Aktualität hat. Schalten Sie also gerne wieder zu am 28.04. ab 19 Uhr. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen heute Abend. Lesen Sie nach, was Julian Niederrümelin an intelligenten und aufschlussreichen Gedanken in seinem Buch formuliert hat. Herzlichen Dank nach München nochmal, einen angenehmen Abend und kommen Sie alle gut durch diese schweren Wochen. Herzlichen Dank. Ja, guten Abend. Wünsche ich auch allen. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert unseren Kanal, um kein Video zu verpassen. Schaut gern auch in unserer Mediathek vorbei auf körber-stiftung.de/mediathek und folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Danke fürs Zuschauen und bis bald.